Herzlich willkommen zu Paragraphen Sylvias Podcastchen. Kennst du diese Situation, dass du jahrelang irgendetwas gemacht hast oder eine Meinung hattest und dann passiert irgendetwas und dein Horizont erweitert sich, dein Bewusstsein verändert sich, du kriegst ein anderes Wissen und dann denkst du auf einmal, oh Mann, ey, was habe ich da gemacht? Du erinnerst dich an diese Geschichte, dass die Leute früher dachten, die Erde wäre eine Scheibe? Also würde man heute jetzt nicht mehr so unbedingt unterschreiben. Und tatsächlich passieren aber jeden Tag in deinem Leben so kleine Bewusstseinserkenntnisse, die dein Bewusstsein nach oben krabbeln lassen. Und das hat nicht nur was mit Wissen zu tun, sondern auch was damit, dass man einfach, wenn man älter wird, zum Beispiel Sachen anders empfindet oder in einer breiteren Perspektive anschauen kann oder alles sowas. Also deswegen meine Einladung zu Toleranz mit 2L. Ich finde Toleranz einfach oberaffengeil. Jeder, der dir gegenübersteht und irgendetwas sagt, sagt nur seine Meinung und in seinen Augen ist das wahrscheinlich die einzige Meinung oder jedenfalls die möchte er vertreten. Lass die doch einfach so stehen, die Meinung des anderen. Wo hast du das Problem, dass der andere nicht eine andere Meinung haben darf als du? Es ist doch alles gut. Wir sind hier auf der Welt, um die Vielfalt zu leben. Wie langweilig wäre das, wenn wir alle gleich wären? Fühl da mal rein und dann sei noch ein bisschen, ein Ticken toleranter mit 2L. Ich drück dich, deine Paragraphen, Sylvia.